Das Jahr 2022 beginnt im PS Plus Abo mit einer Handvoll ordentlicher Spiele, die aber wohl niemanden aus den Latschen hauen werden. Mit den Titeln werden viele Zocker zwar auf ihre Kosten kommen, aber heiß ersehnte Blockbuster bleiben mal wieder aus. Welche Spiele diesen Monat dabei sind, erfahrt ihr jetzt. Und wenn ihr auch nächsten Monat wieder wissen wollt, ob sich euer PS Plus Abo lohnt, dann lasst uns doch am besten gleich ein Abo da. Let's do this. Ein neuer Job für die Phantomdiebe aus Persona 5. Mit Persona 5 Strikers wird die Handlung aus dem Hauptteil der Reihe fortgeführt. Wer Persona 5 nicht gespielt hat, dürfte bei Strikers erstmal ordentlich auf dem Schlauch stehen. Klar kann man auch als Unwissender Spaß mit Strikers haben, das Spiel wurde aber vorrangig für die Fans entwickelt. Dabei ist zu erwähnen, dass die Ereignisse aus der Royal-Erweiterung in Strikers nie passiert sind. Stil und Erzählung bleiben der Vorlage treu, der offensichtlichste Unterschied liegt im Gameplay. Das Spiel ist vorrangig ein Action-Titel und enthält nur wenig Rollenspiel. Statt in Rundenkämpfen bekommen eure Gegner nun in Echtzeit auf die Mütze. Noch dazu ist Persona 5 Strikers ein lineares Abenteuer. Die Zeit schreitet hier nur nach den Vorgaben des Spiels voran. Ihr könnt also nicht versagen, wenn euch die Datumsanzeige einholt und so fällt ein wichtiger Bestandteil des Hauptspiels weg, das Zeitmanagement. Es gibt keine Nebenbeschäftigungen und eure Antworten in Dialogen sind meistens egal. Technisch gibt's aber nicht viel auszusetzen, die seltsame Kamera mal außen vor. Klar gibt's schönere Spiele, doch wenige versprühen so viel Stil und Charme wie Persona 5 und damit auch Strikers. Durch die abgespeckten Spielelemente kommt bei Fans aber sicherlich bei einigen Momenten der Wunsch auf, lieber ein richtiges Persona zu spielen. Als Liebhaber der Reihe kommt man trotzdem nicht drum herum, sich erneut in die Welt der Phantomdiebe zu stürzen. In unserem Test kam das Spiel auf gute 8 Punkte. Direkt zum Release auf den PlayStation-Konsolen gibt es Deep Rock Galactic im PS Plus-Abo. Das Spiel war vorher nur auf PC und Xbox erhältlich. Die namensgebende intergalaktische Bergbaugesellschaft schickt regelmäßig ihre zwergischen Mitarbeiter auf fremde Planeten, um dort Rohstoffe zu schürfen. Das Innere der Himmelskörper ist aber nicht nur mit kostbarem Erz, sondern auch mit fiesen Alien-Viechern gefüllt. Die kommen teilweise in guter alter Left 4 Dead-Manier in einem Schwarm auf euch zugerannt. Ihr müsst also häufig eure Waffen sprechen lassen. Außerdem ist es im Inneren eines Planeten natürlich ziemlich dunkel. Euren Weg müsst ihr also mit Fackeln erleuchten. Habt ihr genug Erz abgebaut oder könnt nicht mehr tragen, lagert ihr die gesammelten Rohstoffe in einem Container. Ist der voll, geht's dann ab nach Hause. Für euren Aufenthalt dürft ihr euch für euren Zwerg eine Klasse aussuchen, die spezielle Werkzeuge für den Abbau, aber auch Waffen beinhalten. Der Gunner ist zum Beispiel mit einer Minigun und Sprengladung ausgestattet. Die perfekte Wahl also für einen großen Topf Alien-Gulasch. Außerdem kann er Ziplines platzieren, mit denen ihr Abgründe leichter überwindet. Der Driller dagegen gräbt sich in 0, nichts durch dicke Felswände, ist aber auch nicht wehrlos. Mit seinem Flammenwerfer kredenzt er gut durchgebratene Alien-Steaks. Während einer Runde ist das Zusammenspiel der einzelnen Klassen von großer Bedeutung und hier gibt's auch ein paar Balancing-Probleme. Gruppen ohne Gunner-Ziplines haben's zum Beispiel deutlich schwerer. Wir gaben dem Spiel ebenfalls eine solide 8 von 10. Für Rennsportfreunde ist in diesem Monat Dirt 5 im PS Plus Paket dabei. Enthalten ist ein Karrieremodus, in dem ihr einzelne Events abschließt und die Reputation eures Fahrers steigert. Dazu kommt ein klassischer Arcade-Modus, in dem ihr eigene Events erstellen und mit bis zu 4 Spielern auf einer Konsole losdüst. Außerdem gibt's die obligatorischen Online-Rennen, die sich ohne viel Schnickschnack präsentieren, und Partyspiele, in denen ihr für ein Racing-Game eher ungewöhnliche Aufgaben lösen müsst. Zum Beispiel rast ihr auf speziellen Strecken rum, um da um eine Flagge zu kämpfen. Das sorgt für Auflockerung und ist durchaus spaßig. Was den dreckigen Rennspielableger von Codemasters aber ausbremst, ist die miese KI eurer computergesteuerten Gegner. Selten weichen die von der Ideallinie ab und wenn sie mal zu einem Angriff starten, passiert das ziemlich rabiat. Nach einem Zusammenstoß sieht man zwar die eine oder andere Delle, auf das Fahrverhalten wirken sich die Crashes aber leider nicht aus. Dafür ist das Streckendesign wirklich fantastisch gelungen und beinhaltet viel Kreativität. Mit den 70 verschiedenen Fahrzeugen sollte der Spielspaß nicht so schnell ins Schleudern geraten. Der Offroad Arcade Racer bietet im Endeffekt trotz der Makel viel Action, Abwechslung und Spielspaß. Damit fuhr Dirt 5 in unserem Test noch solide 8 Punkte raus.
Und das waren die PS Plus Spiele im Januar 2022. War was für euch dabei? Schreibt uns einfach in die Kommentare. Bis zum 3. Januar habt ihr auch noch Zeit, die Spiele aus dem Dezember in eurer Bibliothek zu sichern. Das waren Godfall Challenger Edition, LEGO DC Super Villains und Mortal Shell. Außerdem die VR-exklusiven Titel The Persistence, The Walking Dead Saints and Sinners und Until You Fall. Wenn ihr auch nächsten Monat wieder wissen wollt, ob sich die Spiele im PS Plus Abo lohnen, dann lasst uns auch am besten gleich ein Abo da. Und für alles weitere aus der Welt der Videospiele, besucht uns gerne auf pcgames.de.